Oh mein Gott, Leute, ich kann euch heute das ganze neue Update zeigen mit allen neuen Skins, dem neuen Brawl Pass Saison 18, dem neuen Katalog, Leute, mit allen neuen Features und die neue Gratiswährung Bling. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Freunde, heute gibt es ein ultra krankes Video, denn ich kann euch heute das ganze neue Update vor allen anderen zeigen. Leute, es wird ein ultra heftiges Video. Wir haben alle neuen Skins dabei, den neuen Brawl Pass, den neuen Showdown-Modus. Und Leute, eine ultra krasse Sache, die ich eben entdeckt habe. Und zwar hat Brawl Stars jetzt einfach so ein krasses neues Dschungel-Logo bekommen. Das sieht auf jeden Fall ultra cool aus. Aber ich würde sagen, bevor wir zu den ganzen Sachen kommen, zeige ich euch erstmal alle neuen Brawler-Änderungen, weil die sind extrem wichtig. Und zwar wurde Edgar verbessert. Er hat jetzt statt 2800 3000 Leben. Auch Shelly wurde verbessert und zwar rennt sie jetzt um einiges schneller, Leute. Ich glaube, man sieht es vielleicht, wenn man sich auskennt. Und zwar wurde sie ja vom Speed von 720 auf 820 Geschwindigkeit verbessert. Das heißt, sie ist jetzt quasi genauso schnell wie so Leon, Crow und so weiter. RT wurde verschlechtert, Leute. Das heißt, man sollte ihn unbedingt noch pushen, bevor es zu spät ist. Und zwar wurden seine HP von 4100 auf 3900 verschlechtert. Und außerdem, Leute, wurde auch noch seine Ulti-Form verschlechtert. Leider, ne? Das heißt, ich zeige euch das Ganze mal. Wenn er jetzt seine Ulti-Form macht, dann braucht er viel länger zum Attackieren. Und zwar doppelt so lange. Von 250 Millisekunden auf 500 Millisekunden. Also die Zeit zwischen den Attacken. Sehr, sehr schade. Das heißt, ich muss noch ganz schnell RT auf Rang 30 pushen. So, Leute, das ist übrigens auch der neue Loading-Screen. Der sieht schon extrem cool aus. Und zwar zeige ich euch jetzt den neuen Brawler Mac, der komplett verändert wurde in dem neuen Showdown-Hotdog-Modus. Erstmal, ihr seht schon, man startet jetzt als Mac direkt rein als großer Roboter. Und ihr verliert auch kein Leben, ne, wie vorher. Das bedeutet, ich bin jetzt einfach direkt der große Roboter. Mac ist dadurch viel, viel stärker. Allerdings ist die Roboterform ein bisschen schwächer geworden. Ihr merkt schon, man macht auf jeden Fall weniger Schaden. Ich glaube, man hat noch zusätzlich zwar wie vorher die zweite Ult. Allerdings suche ich jetzt erstmal hier so einen Gegner, um die Ulti mal aufzuladen. Diesen Extraschlag, den man da ja auch noch hat. Oh, das ist ein Hotdog, Digga. Den müssen wir jetzt auf jeden Fall mal einsammeln. Ihr wisst vielleicht, die Hotdogs geben euch Leben, ne? Ihr seht die hier einfach mal schon. Die sind sehr, sehr cool. Aber erstmal muss ich natürlich ein bisschen Schaden bekommen auch. Das heißt, wir laufen mal ein bisschen hier in die Brawler rein. Und dann kriegen wir hoffentlich mal ein bisschen Schaden dazu. Nice. Und jetzt können wir einfach einen Hotdog einsammeln. Und zack, sind wieder full life, Leute. Sehr, sehr krank. Und zack, 3570 Schaden. Okay, wir hatten aber auch zugegebenermaßen viele Cubes. Und ihr seht schon, wir haben dann den Brawler gekillt, immer dann spawnt ein Hotdog und wenn man den einsammelt, ist man gefühlt fast wieder full life, ne? Also das ist komplett krank, Leute. Zum Beispiel, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Okay, wir haben jetzt echt viel Leben verloren. Hotdog eingesammelt, zack. Auf jeden Fall wieder ein paar extra Leben dazu bekommen. Und Junge, ey, Mac wird so OP, Leute. Ihr seid sofort in der großen Form. Ich find's einfach nur krank. Dann gibt es jetzt noch einen weiteren neuen Modifier. Den zeige ich euch hier in Kopfgeldjagd. Denn Kopfgeldjagd wurde zum einen komplett verändert. Hier gibt es auch noch diese neue Dschungel-Map. Und Leute, ihr seht schon, rettet die Frösche. Sammle Frösche, um Belohnungen zu erhalten. Das ist auch komplett neu. Okay, Leute, lasst euch einfach mal überraschen, was passiert, wenn man die Frösche rettet. Erstmal, oh mein Gott, wie geil sieht bitte diese Umgebung aus in dieser Dschungeloptik. Übertrieben nice. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, was passiert, Leute, wenn man hier die Frösche rettet. Und zwar seht ihr schon, oh mein Gott, hier ist ein Frosch. Einfach mal eingesammelt. Wir haben schon mal einen Frosch. Und zwar kommt dieser Modifier auch in anderen Modi vor. Also nicht nur in Showdown, ne, wie zum Beispiel diese Ostereier, sondern in, ja, auch anderen Modi, wie zum Beispiel Kopfgeldjagd, ne. Außerdem, ihr seht auch, Kopfgeldjagd ist ja ziemlich verändert jetzt. Man muss nur 20 Sterne einsammeln, um das Match zu beenden. Finde ich richtig gut. Dadurch sind die Runden echt sauschnell vorbei. Ihr seht schon, zack, Runde vorbei. Und jetzt gibt es hier nochmal das neue Spiel-Highlight. Das ist ja auch ein neues Feature, das kann man auch skippen. Das ist wie gesagt auch neu. Und dieser Endübersicht ist natürlich auch neu. Wir sehen jetzt Statistiken. Wir sehen, ich habe 4 Kills gemacht, bin 0 mal gestorben und habe 19.554 Damage gemacht. Und ich bin auch Starspieler. Und ich würde sagen, wir klicken auf Weiter.
und sehen auf jeden Fall als nächstes, ne, unsere ganzen Belohnungen, können hier nochmal spielen drücken oder eben verlassen. Und was dann tatsächlich kommen sollte als Froschbelohnung, was glaube ich noch nicht funktioniert, sind Belohnungen. Und zwar wieder Powerpunkte und Bling tatsächlich auch. Leider funktioniert das hier gerade wohl noch nicht, aber das wird natürlich dann im richtigen Spiel funktionieren. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur neuen Währung Bling, Leute. Ihr könnt die aus verschiedenen Quellen bekommen. Zum Beispiel eben aus einer Saisonbelohnung. Das ist ja die neue Saisonbelohnung, Leute. Dann kriegt ihr sie natürlich auch noch von euren Starpunkten resettet. Zum Beispiel 100.000 Starpunkte bedeutet, ihr bekommt 10.000 Bling, ne? Dann gibt es, wie gesagt, den neuen Katalog, Leute. Dort könnt ihr euer Bling ausgeben. Aber nicht nur dort, sondern ihr seht schon, alle Skins, die hier im Shop sind, könnt ihr einfach mal auch für Bling kaufen. Ich mache euch jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ihr wolltet schon immer den Elite-Kämpfer Squeak haben, habt aber nicht genug Gems. Dann könnt ihr einfach ihn jetzt für Bling kaufen und das komplett gratis, wenn ihr eben genug Bling habt. Das ist komplett OP. Komplett Free-to-Play, Leute. Und ultra geil, ne? Ich glaube, das hat sich jeder gewünscht, sowas. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal den neuen Katalog, Leute. Hier ist erstmal im ersten Moment ein bisschen unübersichtlich vielleicht. Ich mache mal meine Cam ein bisschen weg. Also, Leute, man kann hier auch einfach nach Brawlern sortieren. Zum Beispiel, ich sag mal, yo, wir schauen uns einfach mal Shelly an. Dann sehen wir schon, okay, wir haben für Shelly jetzt schon 3 Skins, aber PSG-Shelly haben wir noch nicht. Dann könnt ihr die jetzt hier ausprobieren, für Gems kaufen oder auch für Bling kaufen, ne? Und das jederzeit sozusagen. Ich sage jetzt einfach mal, okay, ich möchte jetzt Shelly für Gems zum Beispiel mal kaufen. Dann kann ich die hier aus dem Katalog sozusagen kaufen für Gems. Dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen jetzt auf Colt, Leute. Finden hier zum Beispiel den gesetzlosen Colt. Und den gibt es, aha, für 1000 Bling. Wenn ich den jetzt haben möchte, sage ich jetzt einfach mal, okay, wir gönnen uns den für 1000 Bling, ne? Also man kann hier jederzeit alles kaufen eigentlich, außer Sachen, die natürlich limitiert sind oder auch legendäre Skins. Genau, ihr habt nämlich schon richtig gehört, man kann hier auch sortieren nach seltenen Skins. Ihr seht, davon habe ich gerade 12 Stück am Start. Dann gibt es hier natürlich noch, ne, super seltene, epische, mythische und legendäre. Hier seht ihr dann zum Beispiel die legendären Skins, Freunde. Und die kann man natürlich sich dann hier auch kaufen. Die gibt es allerdings nur für Gems. Leider nicht für Bling. Das sind übrigens hier mythische Skins. Ares Nani, ne? Dann auf jeden Fall Cerberus Tick und Zeus Brock. Das sind die ersten 3 mythischen Skins. Die zeige ich euch gleich noch. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Hier kann man aber auch links noch nach Themen sortieren. Also nach bestimmten Events und so weiter. Und man kann hier auch dauerhaft Pins kaufen zum Beispiel. Sprays. Oder auch Gold- und Silber-Skins. Und das halt dauerhaft. Also ein kompletter Katalog. Ich finde es richtig geil, Leute. Bin mal gespannt, was mir alles noch fehlen wird. Wir kommen als nächstes zum Brawl Pass Saison 18. Die Rettung, Leute. Und beim Brawl Pass gibt es einige wichtige Änderungen. Zum Beispiel ist die allererste Stufe jetzt Bling. Ihr seht es hier anstatt ein gratis Skin. Allerdings solltet ihr nicht traurig sein, Leute, weil ihr könnt euch ja für dieses Bling theoretisch jeden Skin holen und auch am Anfang direkt den Leopard Max, den zeige ich euch gleich. Und zwar seht ihr halt schon, oha, es gibt nur noch die 169 Gems Stufe. Ja, also es gibt tatsächlich jetzt nur noch die 169 Gems Stufe, nicht dieses plus 10 Stufen. Da wird es ein Sonderangebot wohl geben für Euro, also nicht für Gems, sondern nur für Euro. Allerdings ist das noch nicht 100% safe. Ich würde sagen, wir gönnen uns auf jeden Fall jetzt einmal den Brawl Pass und jammen den hoch und sehen uns dann gleich. Also Leute, ich habe jetzt den Brawl Pass einmal durchgejammt. Ich darf ihn aber euch noch nicht ganz scheinbar zeigen. Und zwar darf ich aber euch das Bling zum Beispiel zeigen. Wir holen das jetzt mal ab. Und ihr seht schon, oh mein Gott, wie geil sieht das denn aus? 2750 Bling, ultra cool, Leute. Ey, das sieht mega nice aus, ich bin ehrlich. Ich mache mir jetzt mal hier so einen Screenshot sogar. Richtig geil. Und bei Stufe 10 wurde, wie gesagt, zum Beispiel auch das Pinpack entfernt. Und jetzt ist auch hier 1600 Bling. Richtig geil. Und das könnt ihr natürlich für alle Skins theoretisch einsetzen. Natürlich darf ich euch jetzt noch nicht den neuen Brawler Maisie zeigen. Das kommt dann noch in einem extra Video. Aber ich würde sagen, Leute, wir kommen jetzt mal zu den ganzen neuen krassen Skins. Als erstes, Leute, machen wir mit dem Banone Colt weiter. Oh mein Gott, wie geil ist der bitte, lol. Wie geil, Alter, das ist ein Rumble Jungle Held Skin, ihr seht das, den ja, testet jetzt einmal aus und zwar wird der eben 149 Gems kosten oder 5000 Bling, Leute, ne, ihr könnt euch entscheiden, diesen Skin könnt ihr aber auch gratis gewinnen und Alter, der schießt Bananen, Digga, wie geil, oh mein Gott, wie heftig. Den könnt ihr aber auch gratis gewinnen bei meinem Brawl Talk Video. Dort könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen.
indem ihr dort das Video liked, meinen YouTube-Kanal abonniert und mir auf Instagram folgt. Schauen wir jetzt nochmal die Ulti an. Oh mein Gott, auch mit so Bananen. Mega cooler Skin. Feiere ich auf jeden Fall. Am 3. Mai ist das Gewinnspiel für diesen Skin übrigens vorbei. Wir kommen als nächstes zum Powerliga-Skin, Leute, für Mag. Ihr seht es, der Jaguar Geist Mag. Der sieht auf jeden Fall krank aus. Den probieren wir jetzt einmal aus. Der wird dann natürlich nicht mehr kaufbar sein für, für auf jeden Fall Starpunkte wie vorher. Digga, wie krank ist der bitte? Oh mein Gott. Sondern der wird kaufbar sein für 149 Gems oder 5000 Bling, ne? Kann man sich dann auch entscheiden. Auf jeden Fall. Natürlich schon ein bisschen teurer, aber sowas wie 50.000 Starpunkte halt vorher, ne? Also ein bisschen seltener dann sozusagen. Alter, auch die Ulti gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Diese extra Ult. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns nochmal die normale Mag-Form an. Das ist jetzt ja gar nicht mal so einfach, weil man muss sich jetzt töten lassen, damit man überhaupt in die normale Mag-Form kann. Okay, Leute, ihr seht jetzt die normale Mag-Form. Alter, auch hier sieht es auf jeden Fall richtig cool aus, finde ich, dieser neue Skin. Feiere ich auf jeden Fall. Wir kommen zu Leopard Max und Alter, der ist ja so geil. Der passt auch richtig gut zu Max, ne? Weil Leoparden sind ja so mit die schnellsten Tiere, glaube ich, auf dem Planeten, oder? Mit Geparden und so weiter. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ein Rumble Jungle Head. Den probieren wir jetzt mal aus. Den könnt ihr auch direkt, Leute, für Bling kaufen, ne? Das bedeutet, das ist zum Beispiel ein Skin, der so ein bisschen diesen Stufe 1 Brawl Pass Skin ersetzt. Und, oh, Alter, der hat ja so geile Klauen als Effekt. Das sieht sauheftig aus. Dieser Skin wird 79 Gems kosten oder 2750 Bling. Auf jeden Fall sehr geil. Und, Alter, geil, der hat auch so ein, ja, so ein Blatt-Effekt. Ich glaube, den werden die Leute richtig feiern. Also, das ist ein richtig cooler Skin, meiner Meinung nach auch. Einfach so ein Leopard. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch nochmal die Farbvariante von dem Skin. Und zwar der Panther Max. Ne? Der kostet natürlich nochmal ein bisschen extra. Wenn ihr den nochmal extra wollt, müsst ihr dafür entweder 29 Gems bezahlen. Hat auch genau dieselben Effekte. Ja, das dachte ich mir schon. Oder 1000 Bling extra. Ja, das bedeutet, ne, ist natürlich ein Flex, wenn man den natürlich als extra Skin hat. Und wir kommen zu einem der krassesten Skins, der Krokobuster. Wie geil ist der bitte mit diesem Krokodil? Lol. Boah, der ist mega cool. Und zwar wird er auf jeden Fall 149 Gems kosten oder 5000 Bling, Leute. Also hier immer die Unterscheidung. Und ich sag euch so viel, Alter, guckt euch mal diese Attackeneffekte an. Der ist ja mega geil. Und vor allem die Ulti, Digga, das ist einfach nur krank. Dieser Skin, wirklich sau, sau cool. Finde ich sehr, sehr nice, persönlich, Leute. Und ja, ist auf jeden Fall ein guter Kauf. Wir kommen jetzt aber zu meinen Lieblingsskins aus dem Update, Leute, so ziemlich. Und zwar erstmal der Cerberus-Tick. Alter, wie geil ist der bitte? Das ist ein Legenden des Brawlymp-Skin. Mega heftig. Und zwar probieren wir den direkt mal aus. Der wird 199 Gems kosten. Nur für Gems erhältlich, nicht für Bling, Leute. Weil es ein mythischer Skin ist. Und ihr seht schon, Alter, okay, übertreibt komplett. Was ist das denn für ein geiler Effekt? Vor allem der dauerhaft so ein Feuer in-game. Auf dem Kopf und auf den Händen. Alter, wie geil. Erinnert mich an den Geisterritter Frank. Bisschen sehr krank. Und nochmal hier. Alter, die Ulti. Was hat die für einen geilen Effekt bitte gehabt, Leute? Oh mein Gott. Boom. Alter. Okay, krass. Das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, ein saukranker Skin. Aber ich bin noch mehr gespannt vom Ares Nani und Zeus Brock jetzt. Also, Leute. Wir kommen zum Ares Nani. Bro. Oh mein Gott, was hat der da für einen Blitzeffekt gemacht, Bro? Da müssen wir nochmal kurz auch drauf achten. Und boom, Alter, da kommen so drei Dolche vom Himmel. Wie geil, Alter. Der wird auch 199 Gems kosten und keine Option für Bling leider, also nur für Gems. Ist schon natürlich ein guter Preispunkt auch, ne? Da muss man auch wirklich, Alter, der ist schon übers, also übelst krass. Der sieht auch gar nicht wie Nani mehr aus, ne? Lol. Oh mein Gott, krank, so drei Dolche, ne, als Attacke. Jetzt bin ich mal sau gespannt auf die Ult. LOL, Digga, dieser Piep hat einfach so ein eigenes, Digga, oh. Und am Ende noch so dieses Schwert vom Himmel. Alter, Junge, was sind das für kranke Skins, bitte? Guckt euch das einmal an, Leute. Boom,
Okay, der ist mega heftig. Auch sehr krass. Aber wir kommen zum Zeus Brock und damit zu meinem, glaube ich, Lieblingsskin aus diesem Update. Wie krank ist der bitte, Leute? Er hat einfach mal eine Blitzwolke am Start. Jeder von euch sollte Zeus natürlich kennen. Den guten alten Gott der griechischen Mythologie. 199 Gems kostet der, Leute. Und der wird auf jeden Fall auch leider nicht für Bling erhältlich sein. Weil es auch wieder ein mythischer Skin ist. Und Digga, jetzt bin ich mal so gespannt, ne? Oh mein Gott, der beschwört einen Blitz vom Himmel. Und das ist erst die normale Attacke, Bro. Selbst seine Feuerkreise sind animiert. Wie geil. Digga, das ist unnormal heftig. LOL. Und jetzt, Digga, jetzt bin ich auf seine Ulti gespannt. Wir machen die mal hier oben hin. Oh mein Gott, er beschwört die Blitze vom Himmel, Leute. Oh, Junge. Alter, absolut mein Favorite Skin. Absolut mein Favorite Skin, Junge. Boah, ist der krank. Digga. Ey, man kann sagen, was man will, aber das ist ein so geiler Skin, wirklich. Also, finde ich absolut krank, Leute. Aber Leute, wir haben noch ganz viele andere richtig krasse Skins. Und zwar einfach Harajuku-Ems. Und zwar macht sie den Wednesday-Tanz, dieses I dance, dance, dance with my hands. Ihr kennt es auf jeden Fall hoffentlich alle, ne? Ja, einfach ein Wednesday-Skin. Leute, dieses Update kommen so viele kranke neue Skins raus, das ist nicht mehr normal. Es kommen jetzt einfach, ich kann euch jetzt immer noch so gefühlt 10 Skins zeigen, ne? Also bleibt dran bis zum Ende und schreibt euer Lieblingsskin rein. Junge, der hat ja auch so einen kranken Effekt. Der wird 79 Gems auch nur kosten oder 2750 Bling. LOL, auch sehr coole Ulti, finde ich. Ja doch, der ist auch sehr, sehr, sehr geil. Machen wir weiter. Let's go. Kommen wir jetzt zu den Skins, die die meist wahrscheinlich interessieren wird, weil es die günstigsten Skins sind. Und zwar die 29 Gem-Skins zeige ich euch jetzt mal ganz schnell. Der Kobold-Karl ist der erste. Also Leute, der Kobold-Karl, okay, hat glaube ich keinen Effekt, ne? Aber gut, man muss halt auch dazu sagen, Leute, es sind 29 Gem-Skins. Als nächstes Leon, der Streuner. Leon ist hier einfach mal eine Katze. Und schauen wir mal. Okay, ich glaube auch er hat einfach die ganz normalen Leon-Effekte, aber ist cool für 29 Gems, da bin ich ehrlich. Auch er natürlich dann für 1000 Bling, ne, auch alternativ. Kaiju Bust, Leute. Und der ist auf jeden Fall inspiriert von diesem Super City Chaos Monster. Kaiju, ne, heißt das auf jeden Fall auch. Okay, Leute, wir testen den guten Kollegen mal. Auch er, keine besonderen Effekte, aber ist sehr cool. Der nächste ist der Düsterschwinge Edgar. Auch der 29 Gems oder 1000 Bling, Leute. Also, schauen wir mal. Okay, auch der hat auf jeden Fall sehr coole Effekte. Und nochmal der Kaugummi Bibi. Auch der 29 Gems. Der hat so einen riesigen Lollipop. Wie geil. Okay, schauen wir mal. Und die Attacke ist auch, glaube ich, ganz normal. Und auch die Bubble. Aber trotzdem sehr cool. Damit war es das auch mit diesem Video. Lasst nochmal ein Like, dann kostenlos Abo für die nächsten krassen Update-Videos. Bis dann. Ciao, ciao.